someone's gonna do it. Ich bin überzeugt davon, dass du als erstes in der Mitte stehst. New generation, man. Go! Go, go, go. Can you take the champ out? Wenn du alles gemacht hast, liegt es nicht an dir. Schreitet euch das Tor wie Dornröschen. Ein Junge. Wunderschöne. Wie geht's dir? Willkommen in Orlando, Florida. Es ist nicht gestellt. Wir haben hier gerade eben die Karre hingeparkt und da kommt auch schon der Kameramann um die Ecke geschossen. Und ich heiße euch herzlich willkommen hier. Peak Week Baby, der finale Ort, wo das ganze Geschehen stattfindet. Diesmal zeigen wir euch die Bude. Ja, wenn wir uns umdrehen, wir haben keinen nervigen Zug mehr. Wir haben einen schönen See vor unserer Hütte. Und du kommst doch genau richtig, um erstmal hier mit anzupacken und den Karren auszuladen. Und dann schauen wir uns die Bude gleich mal an hier. Da sind wir drin in der Bude. Erste Amtshandlung von der Chefin. Natürlich erstmal Schuhe aus, sonst gibt es ein Brett. Alice haben wir am Start. Die hat die ganze Bude hier rausgesucht. Deswegen hier mal einen kleinen Applaus an die Dame. Der erste Einblick hier, ich habe es mir noch nicht ganz angeschaut, ist schon mal ziemlich nice. Also ist immer schön. Auch wie der Spruch schon sagt, it's not how big the house, it's how happy the home. Gilt für die Woche. Wir haben einiges an Gepäck mit dabei. Wir sind sogar, weißt du, wir sind Schwaben. Wir haben schon im Auto geredet, der klassische Ami. Der hätte jetzt zum Beispiel sowas hier, den Zimt, den Rest, hätte er einfach weggeworfen, denkt sich für einen Dollar, zwei Dollar, kaufen einen neuen. Nee, der Schwabe, der rollt den Zimtteppich natürlich bis zum Schluss aus. Deswegen, wir haben alles eigentlich vom Airbnb drüben mitgenommen, weil ich hasse eine Sache, und das ist Lebensmittel wegwerfen oder sonst was. Was sagt ihr eigentlich zu der Tüte? Männlichkeitsskala 1 bis 10, auf jeden Fall auf der 12. Alicia, süß rausgesucht. Würde ich sagen, zeigt euch mal die Bude. Welcome to our crib. Der Olympia crib. Natürlich, wenn man mal den Fachmann für Elektronik und Computerzeug hier hat, haben wir uns nicht lumpen lassen, haben direkt hier den Laptop aufgebaut. Und ja, ich denke, hier werden noch ein paar Reaktionen kommen aus der Woche. Denn am Tisch ist es um einiges angenehmer denn als auf der Couch. Also checkt den Zweitkanal, Alice Ehrenfrau. Da wird auf jeden Fall noch Content nachgeschossen. Wenn nicht, dann in der Offseason natürlich in guter Manier und prall gefülltem Gesicht. Aber jetzt geht es um die Roomtour. Frau natürlich, wo ist sie zu finden? Ich fange mir auf jeden Fall heute noch eine, aber fürs Team. Frau direkt in die Küche. Optimal. Hier sieht schon gut aus. Wir richten uns ein. Witzig auch, wir haben vor 3 Wochen eine Tüte Mandeln gekauft und die hat bis gestern Abend gereicht. Also so viel Nüsse kriege ich noch zu essen. Deswegen haben wir die auch mitgenommen, einfach von drüben. Was ganz wichtig ist natürlich, das Cinnamon Cereal darf nicht fehlen. Jetzt auch in der Olympiawoche. Immer am Start, auch in der Peak Week. Ich benutze ja bis zum Wettkampftag noch Proteins. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen um die Ernährung. Aber alle Produkte könnt ihr auf jeden Fall bei ESN abchecken. Und jetzt aktuell in der Olympiawoche gibt es kranke Rabatte plus den neuen Grizzly Punch und auch einen neuen Daily Geschmack. Also schaut da vorbei und spart. Zudem ist auch gerade die Black Week. Und da gibt es meinen Game Changer von Moore auf jeden Fall, den ich da mir von Alice immer abgeier. Das Sleep Spray, 12 Sprüher, und dann heißt es erstmal Knockout. Ja, fangt ihr mal mit 4-5 an und dann arbeitet euch hoch. Aber könnt ihr auch mit Code Alice sparen und da gibt es auch dicke Rabatte. Aber genug davon, wir drehen uns und wenden uns schon mal ins erste Schlafgemach hier. Das ist auf jeden Fall, das ist ein Bett für Bodybuilder, sage ich mal.
Also ist schon fast auch zu groß für mich, aber besser zu groß als zu klein, denn die Nächte hier müssen gut sein. Denn im Schlaf passiert die ganze Magic, die ganzen Shreds und die ganze Qualität wird hier reingeholt. Und deswegen war mir ein gutes Schlafgemach wichtig, auch dass wir mehrere davon haben, weil wenn ich anfange zu schnarchen, hat die Dame keine Ruhe. Und andersrum genauso, nee, Spaß, aber wir schlafen tatsächlich die Woche vor dem Wettkampf auch getrennt. Das hat jetzt keine Hintergründe wie beim Boxer, dass irgendwie dein Testosteron gesteigert werden muss vor dem Kampf und du dadurch extra aggressiv wirst oder so. Aber ja, Schlaf ist einfach maßgeblich als Athlet und da ist wichtig, dass der gut ist. Und wenn ich 5-6 Mal aufstehe, zum Nachts aufs Klo gehen, ist Alice davon genervt und andersrum, wenn sie früh aufsteht zum Arbeiten oder so und ich hätte noch 2 Stunden schlafen können, dann ist es für mich super optimal. Hier sehen wir wieder was für dich, Schatz. Ein Bügelbrett haben wir auch am Start. Und falls es doch noch knistert in der Kiste und Alice hier noch einen Braten auf die Welt drückt, können wir den sogar auch direkt versorgen oder wenn die keinen Bock mehr hat, setzt die mich wahrscheinlich hier rein und lässt mich in dem Ding hier essen. Aber das ist erstmal hier das Schlafzimmer. Ich weiß es noch nicht, ich entscheide noch. Natürlich der wichtigste Arbeitsplatz von mir. Erstmal hier weg damit, denn das Ding wird auf jeden Fall nach dem Video eingeweiht. Wir haben das Klo am Start. Ob es der optimale Winkel ist, das finden wir noch raus, aber sieht schon mal hier schön aus. Auch wichtig, große Dusche, weil ab morgen wird angefangen zu peelen. Ich peel mich genau in einer Woche im Jahr oder je nachdem, wie viele Wettkämpfe ich mache. Aber ja, das geht ab morgen wieder los. Da wird die Haut schön durchgepeelt und dass ich Fettsack plus meine Dame da reinpassen, die mich dann hier auch schön den Rücken peelen kann, dass da alles seidisch glänzend ist. War eine große Dusche auch wichtig. Das ist hier der erste Teil. Die Küche, die wird später noch inspiziert, aber die sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Wir haben Herd, wir haben hier auch eine doppelte Arbeitsfläche, das war von mein Schatz hier und ich eigentlich träumen in Berlin, weil unsere Küche, die kennen ja die treuen Zuschauer, die ist ja, da muss man sich immer gegenseitig aus dem Weg gehen, beziehungsweise aneinander vorbeitänzeln, was auf Dauer echt nervenaufreibend sein kann. Aber der Spruch ist schon mal geil. Don't be afraid to dream big. Passt auf jeden Fall zu der Woche und zum Olympia. Deswegen, Schatz, ich glaube, ich nehme das Zimmer unten. Mich hier hoch zu schleppen, Alter. Das ist doch eine Qual. Aber öffnen wir. Das passt wie zu Weihnachten, den Adventskalender. Die erste Tür. Ein weiteres Schlafgemach. Auch ganz chillig. Also ihr könnt zur Not auch Gäste empfangen. Hier ist, glaube ich, kein Klo dabei. Machen wir hier wieder dicht. Dann wird es kuschelig, gell? Mhm. Vielleicht sitze ich dir auf dem Kopf, Digga. Was haben wir hier? Hier sogar. Schullandheim-Style. Getrennte Betten. So sieht's aus. So kenne ich das eigentlich noch hier. Alle rein in eine Bude. Mit den Jungs ein Airbnb in Holland, in Amsterdam, sofort geholt. Völlig baked, uns dann da reingeklatscht, aber das sind andere Geschichten, die erzählen wir in einem anderen Video. Hier ist ein gutes Bad. Ist auch immer witzig, hier ist das so der Regler. Kannst du mal filmen hier? Kannst du so, weißt du, für Insta, wenn die Form schlecht ist, dann machst du so. Ja. Die Form gut ist, dann. Wie sehe ich eigentlich aus? Wir kommen, by the way, direkt vom Training. Also wir haben trainiert, uns in den Karren gesetzt und direkt drüber geschanzt. Wir haben es jetzt auch hier, gerade 19 Uhr, 7 Uhr oder auch 7 p.m., wie der Ami sagen würde.
weitere Dusche, die ist aber ein bisschen schmäler geschnitten. Also ich glaube, ich werde mich unten schon ziemlich wohl fühlen. Wir haben einen langen Tag hinter uns. Ich muss sagen, ich kann auch gerade nur so strahlen, weil heute echt Alice echt ganze Arbeit geleistet hat. Wir mussten aus dem anderen Airbnb ja raus, also sprich für den ganzen Tag vorgekocht, während ich morgens im Gym war, mein Zeug gemacht habe, meine Updates geschickt habe, mein Posing gemacht habe, mein Saunagang etc. halt den Körper fit gemacht habe und ja, haben gute Teamarbeit heute geleistet auf jeden Fall. Jetzt heißt es aber noch, das Nötigste einkaufen gehen und deswegen müssen wir mal schauen, welcher Laden hier um die Ecke ist. Gott sei Dank haben wir schon die grobsten Sachen mitgenommen. Würde ich sagen, machen wir einen Cut und sehen wir uns im Einkaufsladen der Wahl wieder. Bis gleich. I think you can be the most popular bodybuilding athlete in the world in 3 to 4 years. You're gonna have worldwide recognition before you know it. Ich stehe mal vor der Bude, ganz witzig. Ich trage mir hier gerade in meine Handy-Notiz Peak Week ein, denn ab heute wird auch mehr getrunken in der Peak Week. So erkläre ich euch die Woche immer peu à peu. Oder Stefan kann es euch dann spätestens morgen genau erklären. Wird ja mehr getrunken, deswegen Wasser immer dabei. Und ja, die Salzmenge haben wir auch ein bisschen erhöht. Sprich mehr Wasser, mehr Salz, dass am Ende dann, wenn wir den Körper entwässern für den Wettkampf, das sozusagen rausgespült wird. Und deswegen gibt es hier den letzten Liter des Tages sozusagen. 8 Liter trinke ich, aber ist auch so die Menge, was ich sonst auch getrunken habe. Deswegen kurze Erklärung dazu. Die Wasserpulle und die nächste Toilette immer griffbereit haben. Auf dem Weg waren wir auch schon zweimal. Ist immer ziemlich nervig. Und Gott sei Dank mussten wir jetzt nicht fliegen. In L.A. am Flughafen habe ich mir fast in die Hose gepisst damals. Das war auch eine witzige Story. Aber ja, so sieht die Bude von außen aus. Wir gehen jetzt hier schick mit unseren Tüten zum Einkaufen. Du bist doch neidisch. Und da sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich bin total neidisch auf die Ariel. Bezaubernden. Was ist Ariel? Nee, doch, Ariel und. Ich muss sagen, Alice bringt den Berliner Fahrstil in die US-amerikanische Kultur. Also wer da nach einer Sekunde bei Grün nicht losfährt, der kriegt instant die Hupe gedrückt von Alice. Wie man sieht, geht das Gate hier auf und da sitzt einfach einer 24/7 drin und lässt hier die Leute rein und raus. Also maximale Sicherheit auch hier, dass wir nicht überfallen werden, aber wir haben schon andere Sachen durchlebt. Damals Tijuana. Erinnerst du dich noch ans Airbnb? Jetzt mal einen Kürbis mitnehmen, Alter. Was der Nachteil ist bei diesen Läden, das Gute am Walmart ist, da kann man auch mit Prep Brain hin. Denn die sind immer gleich aufgebaut. Hier müssen wir uns erstmal orientieren und erstmal ein bisschen klarkommen, wo wir was holen müssen. Aber ich glaube, wir werden schon zurechtfinden. Und ich als alter Cookie-Lover muss hier gleich mal. Es läuft meistens so ab: Alice kauft immer das ein, was wir wirklich brauchen. Und ich geister hier nur rum und gucke mir Süßigkeiten und verschiedenes Geiles an, was es zu essen gibt. Aber hier sieht es schon mal diätkonform aus. Wir haben einen Spinat, Babyspinat am Start fürs Ei morgens. Natürlich organic hier. Wenn schon, dann richtig.
Was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann, sind die amerikanischen Äpfel. Die sind einfach super riesig und schmecken super, super beschissen. Sonst ja, halten wir es relativ basic. Wir haben Spargel, das sind die, was ich gemeint habe. Die haut man einfach kurz in die Mikro. Dann haben wir einfach ein bisschen geschnittene Tomaten. Kann man sich gut in den Reis, gut ins Mehl reinhauen. Das hier ist ja irgend so ein Mix aus Paprika und Zwiebeln. Auch nicht schlecht. Und das ist so das Gemüse, was ich jetzt eigentlich durchweg gegessen habe. Ein paar Frühlingszwiebeln, die sind auch gut. Sliced Green Onion. Können wir mitnehmen. Ah, hier, das ist so Alices neue Liebe, was die entdeckt hat. Eigentlich gehen wir nur deswegen zu Publix. Ja. Ich habe jedes Mal gesagt, Schatz, nimm einen Eimer mehr mit, weil während sie arbeitet, snackt sie sich gern Früchte rein. Also ist ein geiler Snack bei der Arbeit, definitiv. Und dann isst sie einen Eimer und dann macht sie den Kühlschrank auf, Schatz, wir haben keine Früchte mehr. Und dann sage ich, ja, wer hat... Und ich würde jetzt sogar dazu tendieren zu sagen, wir können morgen nochmal einen Einkauf filmen. Weil wir werden nochmal hierher fahren. Also ich esse in der Off-Season viel Reis. Eigentlich auch Kartoffeln. Ich bin so eine deutsche Kartoffel. Ich stehe zu meinen Wurzeln oder zu meinem Herkunftsland. Ich muss euch was zeigen hier. Schatzi, komm, nimm mit hier. Du musst jetzt nicht hier auf Kamerlein, auf Ding. Du feierst die Dinger. Ey, die Dinger, USA. Also Rice Krispie Treats, einfach geil und vor allem richtig gut. Das ist einfach Reis mit so Marshmallow-Pampe und also für Post-Workout wirklich oder Pre-Workout auch perfekt. Wobei ich ja eigentlich immer mein Reispudding-Lover bin und mit den rein snack. Aber kann man sich schon gönnen. Ich bin eher Liebhaber von den Dingern hier. Also mit denen brauchst du mir... am besten fern davon bleiben, weil ich vernichte die Packung. Also 3 Minuten und dann ist das Ding bei mir weg. Und natürlich All-Time-Klassiker in den USA, Cinnamon Toast Crunch. Also wirklich, Boys and Girls, wer von euch noch nie in den USA war und hier das erste Mal einkaufen geht. Reizüberflutung und nehmt euch mal so eine gute Stunde oder zwei mehr Zeit, weil was ihr hier findet, ist geisteskrank. Schreibe die USA mit einem Wort. Wackelpudding. Wer Sour Patch kennt. Also Sour Patch Gummibärchen sind wahrscheinlich die geilsten Gummibärchen ever. Und das hier einfach als Wackelpudding. By the way, der Daily Sour Power ist auch auf das angelehnt. Also geschmacklich völlig krank, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Aber so zieht sich das hier durch. Das ist ja überall. Du wolltest doch noch eine Soße, Schatz. Die hier nicht. Teriyaki, sugar free. Also ich, 2 Wochen vor dem Wettkampf, ich habe an der Soße gerochen und ich dachte mir, widerlich. Und das ist mir nur mit einer Sache passiert. Und zwar damals in der Prep mit dem Schlemmerfilet Brokkoli. Wo ich wirklich, du isst alles, du würdest sogar ein Stück Papier mit ein bisschen Süßstoff drüber, würdest du in der Prep essen, wenn du richtig Hunger hast. Aber da habe ich wirklich bei der Schlemmerfilet Bordolese Brokkoli, habe ich gesagt, das reicht. Und bei dieser Soße von Walden Farms. Und ich weiß noch, 2016 gab es so geile Sachen wie Flavin' Tasty, wie die Sugar-Free-Soßen, sowas gab es gar nicht. Also heutzutage ist es absoluter Luxus, so eine Diät zu machen. Und da habe ich mir damals so Frühstückspancakes gemacht und mir von dieser Schokosoße was drauf geleert. Und die hat einfach so beschissen geschmeckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber damals fand man es geil, weil es halt nichts Besseres gab. Hier ist es, Schatz. Man muss die Menschen für diese Soße warnen. Also es ist jetzt nicht die Soße, aber es ist diese Marke hier. Die schmeckt einfach nur nach Essen. Walden, es ist, da darf man sich auch nicht von den 0 Kalorien blenden lassen. Und den 1,50 $. Ja, das ist nix. Welche Zero-Soßen ich absolut feiere, sind die von Maw zum Beispiel. Die Maw Teriyaki-Soße, also die kann schon einiges. Jetzt sind wir hier mal wieder bei einer wichtigeren Baustelle angekommen. Wir haben hier Gewürze und bei Gewürzen bin ich vorne mit dabei, denn da muss ich hier auf jeden Fall... Ja. Für einen neuen Zimtteppich sorgen, um zu Peak Week zurückzukommen. Ich halte
Süßstoffe jetzt komplett raus. Also jetzt gibt es auch leider die geilen Diet Sodas nicht mehr wie die letzten Wochen. Nicht, also ich vertrage Süßstoff zwar 100% und benutze Flavin Tasty auch das ganze Jahr durch, aber man will doch immer so sagen, man hat 100% gegeben und die eine Woche kann ich auch darauf verzichten. Wer das nicht kann, der muss sich einen anderen Sport suchen. Und deswegen ist Gewürzeauswahl bei mir auch relativ begrenzt. Ich benutze diesen Red Pepper, also einfach ein bisschen Chili. Zimtteppich wird nie gestrichen aus dem Ernährungsplan. Pink Himalayan Salt, 10 Gramm gerade am Tag, wird dann bis zum Wettkampf hin reduziert. Morgens übers Ei, was von diesem Parsley, keine Ahnung, was das sein soll. Ne, ist kein Schnittlauch. Petersilie, genau. Minced Onion, also so ein bisschen ja, getrocknete Zwiebel. Und die sind ganz geil. Die Dashs, die sind salt-free. Und da haben wir Zwiebel und Gewürze und so Lemon Pepper. Ist ganz geil und ja, hat alles sinnvolle Inhaltsstoffe und vertrage ich vor allem gut. Darum geht's in dieser Woche. Weißt du, daheim gibt es von die Salatkräuter bei Rewe oder Lidl. Die sind, wenn ihr morgens Omelette macht, sind die Game Changer auf jeden Fall. Die könnt ihr euch da drauf kloppen, bis der Arzt kommt und dann passt das auch. Aber sonst Chiefs hier. Chiefs, der getrocknete, der allerechte getrocknete Schnittlauch. Gut, so jetzt gibt es ein kleines Geheimnis von mir. Das ganze Glas jeden Abend trinken und ihr macht auf jeden Fall 5 cm mehr Arm Gains. Habe ich gehört. Vom Entenfett. McCormick-Gewürze. Die haben es mir angetan. So würde ich sagen, gehe ich zur Olympia-Pressekonferenz. Sagen, jetzt sind wir bereit, oder? Sehe ich aus? Passt das so? Skala 1 bis 10, Schatzi. 12. 1 bis 10. Denn wir sind ja, was viele nicht wissen, Orlando, die Stadt der, oder was sagt man, der Freizeitparks und der Mickey Mouse, Disney. Des Disneylands, des Walt Disney. Also kann man hier auch gern vorbeikommen und mal in die Freizeitparks hier gehen. Das muss ich aber gucken, ob hier auch ein diätkonformer Löffel dabei ist. Ne, die sind ja noch viel zu groß. Das ist ja schon fast Off-Season. Da ist der Hunger auf jeden Fall aktuell viel zu groß. Müssen wir gucken. Daheim habe ich gar keinen Check gemacht, aber ich glaube, wir müssen ins Airbnb vertrauen, Männer. Was haben wir hier noch, Alter? Internationale Ecke. Was Deutsches haben wir hier nichts. Da fühle ich mich auf jeden Fall direkt ausgegrenzt hier. Ich fordere ein paar deutsche Sachen an. Hier was Europäisches. Finden wir was Deutsches hier in dem Laden. Ich sehe nur Asiatisch schon wieder. Europa war nichts dabei. Das ist ein Top-Reis, der ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich weiß ja, mein Teamkollege Hoffmann Bodybuilding greift immer zum Success-Rice. Aber ich bevorzuge einfach den Minute Jasmine Rice. Der ist geschmacklich ganz gut. Und später, wenn es dann ans Aufladen geht, switche ich dann rüber zu so einem Sackreis, sag ich mal, weil da koche ich dann immer einen ganzen Topf vor, die 2 Ladetage, die ich habe. Und mache da auch gleich das Salz rein, was ich für den ganzen Tag habe. Das funktioniert dann besser, aber was ihr fürs Aufladen essen, abonniert am besten den Kanal, bleibt dran, aktiviert die Glocke und dann erfahrt ihr das in dem Einkaufsvideo für den Carb ab, wenn der Junge voll gemacht wird, aber davon sind wir noch ein paar Tage entfernt. Jetzt schicken wir liebe Grüße an Basti raus. War er mit blutendem Herz. Müssen wir hier leider zu dem Kollege hier. Der versorgt uns hier heute mit Beef. Der Chat. Also Basti, du siehst auf jeden Fall um einiges besser aus. Und bringst uns auch besseres Fleisch daheim auf den Tisch mit Beef Gourmet. Da könnt ihr, by the way, mal abchecken an alle Deutschen, wenn ihr qualitatives Fleisch haben wollt. Ja,
Hier greifen wir zu dem, was es gibt. Alice holt sich das Ground Turkey. Ich weiß nicht, an alle, die sich an letztes Jahr USA erinnern oder das erste Mal hier war, da habe ich das ja immer extrem gefeiert, das Ground Turkey, aber ich habe es hier angefangen zu essen und es ist so trocken im Mund. Ich hatte es nicht so in Erinnerung, deswegen gibt es das diesmal nicht, sondern wir bleiben beim klassischen, guten, alten Chicken. Du hast ja auch, was ist das Ground Chicken? Geil. Ich bin ja die Prep, bin ich extrem heiß auf Popcorn gewesen, muss ich sagen. Jede Prep hat man so einen Fetisch auf irgend so ein Lebensmittel. Diesmal hat es das gute alte Popcorn getroffen, was soll ich euch sagen? Cinemax Berlin. Wenn ich nicht mehr auf Diät bin, dann bitte so einen Eimer bereitstellen. Aber da laufe ich da einfach rein. Sehe ich hier einfach Oreo-Popcorn. Guck weiter. Sehe ich hier fucking Twix-Popcorn. Junge, ich bin in Heaven. Also ich werde dann wieder schön nach meinem USA-Aufenthalt werde ich heimfliegen und mir denken, danke für nix. In Deutschland gibt es wieder, seilt sich noch süß. Witzige Story am Rande, muss ich hier kurz erzählen. Früher, meine Omi, sie möge im Himmel auf uns runterschauen, hat uns damals in Polen eine Suppe serviert. Oh, ich sag's euch, es war so eine Full-Gemüsesuppe und die hat gesagt, ihr müsst es leer essen, dann dürft ihr mit ins Kino. Ich habe mir das Ding reingezwimmert, so Junge, ich muss ins Kino, da gibt's Popcorn, da gibt's Nachos. Was viele nicht wissen, in den Kinos in Polen gibt es nur salziges Popcorn. Ich, 12 Jahre alt, 11 Jahre alt, hole mir den dicksten Eimer, stell mir das Ding, Alter, nimm die erste Hand und denk mir, niemals ist es salziges Popcorn. Da war der Kinoaufenthalt auf jeden Fall für mich gelaufen und daraus habe ich gelernt, aber guck mal, hier gibt es auch einfach Fruity Pebbles. Hier gibt es mit Peanut Butter. Also mich wundert es hier nicht, warum jeder zweite einfach nur abartig fett ist. Da gibt es Apple Pie Popcorn. Hier gibt es die Coco Pebbles. Hier gibt es sogar Sour Patch Kids, also im Gummibärchen-Geschmack. Ich komme ja hier nicht drauf klar, Alter. Mit Cheddar, mit Chocolate Drizzle, mit Karamell. Also, ja, völlig krank. Naja, wir holen das Huhn. Aber was die zum Beispiel auch ganz cool haben hier, auf die Schnelle, hast du auf der Arbeit Mittagspause, das habe ich damals beim Schichten immer gemacht. Ziehst du dir so ein Ding oder in der Schule, hast du hier einfach schon fertig gebratene Chickenstreifen, ballerst du dir rein, die haben genau die gleichen Werte, 1,5 Gramm Fett, so ein bisschen mehr Salz halt, um das Ganze frisch zu halten. Holst dir ein paar Maiswaffeln dazu und zimmerst dir das rein und dann hast du ein gutes Meal, also von dem her, ja, ganz coole Sache. Hier sehe ich gerade noch Potatoes, aber ich glaube, die sind alle. Ja, sowas probiere ich jetzt gar nicht aus. Also Peak Week wichtig, nehmt die Lebensmittel, die ihr kennt, auch zum Aufladen später. Es ist kein Hexenwerk und wie ich verstehe da Leute nicht, also die dann irgendwie die ganze Prep kein Rindfleisch oder so essen, Milchprodukte verzichten und dann am Abend vor der Show Burger und Pommes fressen. Also das macht irgendwie keinen Sinn, es ergibt irgendwie keinen sinnvollen Zusammenhang, deswegen ich lade auf mit Reis, mit unserem Reispudding von ESN, mit Bananen, mit Whey, weil Whey vertrage ich, das weiß ich und es funktioniert und von dem her, ja, wird das Ganze so gehandhabt. Jetzt haben wir vor allem, oh, auf einmal ist der Wagen voll. Gallonen Wasser, denn der Boy muss viel saufen. Mein Schatz kennt mich schon, die weiß, ich liebe die 1,5 Liter Flaschen. Ja, danke dir, Baby. Das sind so Kleinigkeiten, ist dir, da passt die auf. Und hier haben wir auch das Huhn. Das sind jetzt hier Boneless, Skinless Breast Tenderloins, also das Innere der Brust. Die Frau weiß Bescheid, das hat einfach noch mal ein bisschen bessere Qualität. Wir haben Blaubeeren am Start, wir haben Himbeeren am Start. Das braucht man morgens fürs Porridge und für Pre-Workout und Post-Workout auch Beeren drin. Wer ein Full Day of Eating sehen will, gibt es sicher die Woche noch und gibt es auf jeden Fall schon auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Deswegen schaut euch die Olympia-Videos an, könnt ihr viel lernen, könnt ihr viel mitnehmen.
da meine Kreditkarte auf jeden Fall nicht jeden Tag glühen kann, Alter, bei der Starbucks-Sucht von der Dame, musste ich irgendwie ein bisschen outsourcen und musste mir was überlegen. Und ich sag's euch, das Ding hier, der gute alte Stöck, der wird sich reingestöckt jeden Morgen, weil Kaffee darf ich noch saufen und das ist mein Lebenselixier aktuell. Ist Cold Brew, kennen die meisten von euch, kalt gebrühter Kaffee, schmeckt wirklich geil, hat keine Kalorien und ja, erfüllt seinen Job, deswegen gleich dreimal. Bitte bei Eiern, nimmt Freilandhaltung, hier sind es die Organic Eier, kosten Arsch voll Geld. Ich bin froh, dass ich gerade nur ein Ei am Tag esse oder halt eins im Frühstück drin habe. Das sind 12 Stück, aber die sind hier Grade A, Large Brown Eggs und auch in Deutschland guckt da echt auf gute Qualität von den Eiern. Ei klar, nehmen wir hier auch das, weil wir einfach nicht das Eigelb wegballern wollen. Und ja, ist ganz cool, gibt es hier im Tetrapack und erfüllt seinen Job. Morgen zu meiner ersten Mahlzeit, Ei klar und Ei drin. Hier auch richtig geil, wo ich leider gerade drauf verzichten muss, aber da ist er schon, da lacht er mich schon an hier. Der hier, ich weiß nicht, wie man das sagt, Fage, Fage, Fudge, whatever. Der ist richtig geil, der Quark oder Joghurt oder kein Plan. Und was ich euch auch zeigen will, direkt mal rüberschwenken. Die haben hier zwar beschissenes Brot, also keiner kommt an unser deutsches Qualitätsbrot vom Bäcker ran. So morgens beim Bäcker reinspazieren. Hildegard steht schon hinter der Theke und zückt schon die Mondschnecke und das Sauerteigbrot. Aber was die hier haben, niemals sehe ich gerade, die haben einfach ein Arnoldbrot. Das müssen wir eigentlich mitnehmen. Nee, aber was die hier haben, sind tatsächlich so ein bisschen fanciere Brote. Zum Beispiel hier einfach Keto Bread. Also ihr kennt ja die ketogene Diät. Und da hat eine Scheibe eigenhafte 3 Gramm Kohlenhydrate. Also 8 Gramm sind Dietary Fibers. Es wird vom Magen oder von der Verdauung nicht als Kohlenhydrat aufgenommen. Also könnt ihr theoretisch ein halbes Pack Brot essen und ist halt noch Low Carb unterwegs. Richtig geil. Das Ganze haben die auch mit so Zero Wraps. Also ja, schon cool. Ich meine, im Endeffekt kann man so auch Alternativen nehmen. Haben wir jetzt bei uns daheim nicht, aber ganz ehrlich, jeden Scheiß brauchen wir auch nicht. Was ich aber geil finde, ist das Dave's Killer Bread. Der hat schon die Big Guns hier drauf. Das feiere ich immer wieder. Habe ich auch noch nie probiert. Ich bin immer noch. Das ist gut. Ja, hast du? Ja, das Grüne hat mehr. Ja, das soll geil sein. Ja, Whole Grain. Ja, das empfehle ich. Markus gefühlt 10 Stück am Tag. Alter. Ja, Markus halt. Nee, aber das wird hier auch oder wurde mir auch immer empfohlen. Aber ich bin ja immer auf Vorbereitung in den USA. Ich war noch nie hier, ohne dass ich einfach mal fressen konnte. Ist wahrscheinlich auch besser so, Alter. Jetzt würde ich hier wieder zurückrollen aus den Staaten. Wenn ich meine Offseason in die USA gehe, Alter, dann ruft die Offene auf jeden Fall. Kannst du Gift drauf nehmen. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles da. Wir checken nochmal die Lage. Und dann bezahlen wir das Ganze. Und sehen uns dann draußen wieder. 330, ja, 330 Dollar hat das Ganze jetzt hier gekostet. Also es war auch nicht der letzte Einkauf, deswegen geht schon ins Geld hier, aber wie gesagt, was man nicht alles tut, um da auf jeden Fall nichts mehr anbrennen zu lassen. Wieder zurück in der Bude, die Wasserflasche ist leer. 2 Meals habe ich noch zu essen. Das ist einmal Spargel mit Huhn und dann noch einmal Whey-Isolat und 55 und 20 Gramm Mandeln. So sieht's aus. Ich hoffe, die Roomtour und der erste Einblick nach Orlando, wo der große Showdown
in genau einer Woche stattfindet, hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, schallert einen Daumen hoch, kommentiert, das macht ihr ja so, so positiv, wie die Kommentare aktuell sind und so geil, wie der Vibe ist gerade in der Community. So muss es weiterlaufen, richtig geil. Halitsch und Us sind raus. Wir sagen gute Nacht vom Tag 1 hier in Florida. Morgen geht's weiter und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Euer Bär, bis morgen. Ich habe einfach mein Chicken in den Gefrierer gemacht. Ja, weil. Pass mal an.